R-E-W-I-N-S-I-D-E. Geil! Freunde! Was geht? Willkommen zum Video, meine Freunde! Hier in ganz kurzer Zusammenschnitt, wie es aussieht, wenn da nur die Facecam läuft. Tschüss. Ja. Okay, passt. Fuck, ich hab nicht aufgenommen. Oh mein Gott. Super! Geil! Okay, Leute. Boom! Wir möchten heute herausfinden, ob Cengiz und ich beste Freunde sind oder vielleicht doch mehr meine Freunde. Und das erste Video ist schon sehr, sehr erfolgreich. Cengiz? Okay, los, weiter. Okay, machen wir. Leute, das ist von Linchen entwickelt worden, 69.000 Mal gespielt worden. Auch Linchen in ihrem Gebiet, sag ich mal, Sozialpädagogik, hat auf jeden Fall studiert. Ich schon eine Universität, krasse, so eine Hauptschule, krasse ist das. Alles. Was macht ihr alles? Chatten, Simsen, SMS schreiben, telefonieren und treppen. Ja. Wir treppen zusammen. Ja, ja, ja. Was weißt du über ihn? Nur das Nötigste, weißt du echt nur das Nötigste über mich? Ja, ja, ich glaube schon. Okay. Alles, was ich wissen muss. Alles andere ist halt... Ist ja auch egal, ne? Ja, ja. Da steht ja unsere Freundschaft nicht im Wege. Ja. Wie ist euer Kontakt, beziehungsweise was seid ihr? Ach so, seid... Ah, warte mal. Seid mit D. Ja, seid? Vielleicht wie alt wir sind. Ach so, dann ist ja die Antwort flüchtige Bekannte komplett richtig, oder? Ja, eigentlich schon. Weil wir seid flüchtig... Seit der Schule. Seit. Ja. Ne? Ja, ja. Genau. Ja, 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 ja. Hat er dich schon mal freundschaftliche Komplimente gemacht oder dir gesagt, dass du ihm sehr wichtig bist? Ja, zum Beispiel hier sowas. Digga, deine Klamotten sind so übernice und ich will unbedingt dein eine Homo. So, das kennt man doch, oder? Zwischen guten Kollegen, ne? Ja, ich würde schon. Wenn man einfach zwischendrin sowas mal droppt. Also, wir sind leider gar keine Freunde. Ne, Komplimente schon ab und zu. Würde ich schon sagen. Hat er dir schon mal gesagt, dass er eine Beziehung mit dir vorstellen könnte? Ey, natürlich, Alter. Ja, weil sagen wir denn, dass wir uns gegenseitig f***en wollen? Irgendwann. Ja. Hey, das ist ja alles negativ. Guck mal, man kann dir gar nicht sagen, ja. Du bist nur eine kleine Schwester für ihn. Irgendwann vielleicht, aber nein, nein, nein. Ist alles nein. Ach so. Ja, also ist alles negativ. Aber das wäre dann schon das Eheste, oder? Ja, ja. Also wir haben ja schon Gefühle zueinander, ja, ne? Auf jeden Fall. Richtig. Habt ihr so viel Kontakt, dass manche denken, ihr wärt zusammen? Sehr viele denken, also Herr Trashpack und Herr Newstime haben da tatsächlich, glaube ich, auch schon News drüber rausgehauen. Das ist damals tatsächlich geschehen. Also die Ereignisse haben sich ja damals quasi überschlagen, oder? Habt ihr so viel... Ja, der ein oder andere sagt, dass es manchmal so rüberkommt. Ja, so Herr Trashpack und Mr. Newstime, ne? wie finden... so ein richtiger Disrespect. Wie finden seine Freunde... Wie finden seine Freunde es, dass ihr es so gut versteht? Also, was sagt zum Beispiel Update also dazu? Ich finde das mega scheiße. Oder? Ja. Also, sie sind auch mit mir befreundet, deswegen ist es gar nicht so schlimm, oder? Ist ja dann eigentlich die richtige Antwort. Eigentlich schon. Ja, okay. Könnte man so sagen. Wie ist dein Charakter so? Er ist okay, nicht prima, aber auch nicht schlecht. Wenn du so. Ey, diese Antworten sind so richtig. Stell dir mal vor, deine Mutter kommt zu dir, komm noch ein bisschen näher zu mir. Stell dir mal vor, deine Mutter fragt dich, so wie ist denn dein neuer Freund? Ja, er ist nicht prima, aber er ist okay. Er ist nicht prima, aber auch nicht schlecht. So. Nee, also ich würde schon sagen, scheiße, aber es halt aber ist halt Liebe. Ja. Genau. Leute, ich liebe Mann. Ich bin so sauer, ich könnte... Ich liebe ihn trotzdem. Ich bin so sauer, ich muss dieses... Scheiße, das? Liebe. Oh, das... Gut, seid ihr auf der gleichen Wellenlänge? Wir sind total gleicher, ging es nicht, also gar nicht, oder... Es. Nee, wir sind ja dieselben Personen. Wir sind ja eigentlich Zwillinge, oder? Ja. Dreieige. Ja. Genau. Also schon diese Antwort, ne? Hast du gar nicht gelesen, stimmst aber zu, weil... Ja, ich würde einmal sagen, ja, okay. Denkst du, der Test kann dir etwas weiterhelfen? Nein, ich denke gar nicht. Leute, noch kein Teste-Dich-Test hat irgendeinem Menschen auf der Welt irgendwas geholfen. Ja, das frage ich mich wirklich. Also geht jemand mit der Intention hierhin so, ja, ich möchte mich tatsächlich testen, ob das, was ich hier will, auch so stimmt oder nicht stimmt und Junge, blablabla. Ich glaube, dass die meisten Leute, die auf Teste-Dich sind, noch hängen geblieben sind als wir beide. Ja, das, du musst dir mal überlegen. Schau, wir beide machen das für ein YouTube-Video, um sich darüber lustig zu machen. Aber es gibt Leute, die sitzen da. So, welcher Ofenbewohner hat denn den längsten Schuh? Gibt's diesen Test? Erstmal auswerten. So Leute, schauen wir mal ganz kurz. Ihr seid echt die dicksten, engsten und besten Freunde, die ich kenne. Und ihr solltet euch echt mal Gedanken machen, ob ich von beiden Seiten mehr zur Freundschaft kommt. Was?
So etwas wie euch gibt es echt sehr, mit zwei E, sehr selten. Yeah. Und ihr solltet eure Chancen nutzen. Wenn ihr beide zu einer Beziehung bereit seid, steht euch ab jetzt nichts mehr im Wege. Okay, Freunde, ihr habt's gehört. Wir können ab sofort. Also ich würde schon sagen, ab 20.000 Likes küssen wir uns. Ja, dann machen wir. Aber wir filmen es halt nicht. Perfekt, Leute. Ich würde sagen, damit wir noch über 10 Minuten kommen, machen wir einfach noch einen Test. Ja, warum nicht? Ist schon 10 Minuten. Nee, leider nicht. Beste Freunde. Was? Nur 5? Da haben wir hier nochmal das Beste Freunde-Quiz. Das ist von Laila. Das können wir eigentlich auch mal machen, oder? Aha. Gut, okay. Fangen wir an. Ist das Mikrofon gerade? Oh mein Gott. Durch deinen Rülps ist das Mikrofon einfach umgefallen. Oh, es hat so eine mein Schallwelle Gott. Erschaffen. Was? Ist ja gruselig. Nimmt er jetzt allerdings mal noch immer nicht so gruselig. Ja, das wird Cengiz. Okay. Magst du ihn, sie sehr? Nein, naja, klar. Ja, über ja, alles. Ja, über alles. Ja, über alles, oder? Ja. Ja, über alles? Mhm. Ja, über alles. Mag er sie dich? Kein Plan. Jip. Magst du mich? Jip. Okay, jip. Jip, Leute, jip. Seit wann kennt ihr euch? Über 6 Jahren, über 3 Jahren, in einem Jahr, seit gestern. Heute! 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 Es muss geschrien werden. Worauf habt ihr euch kennengelernt? Beim Jobben, oder? Über ja. Hashtags, über S-Internet? Ja, ist ja eigentlich richtig, ne? Ja. Stimmt ja wirklich. Irgendwie und ja und auch schon. Übers Jobben eigentlich, ne? Beides theoretisch, ja. Ne? Stimmt schon. Wir haben ja damals beide bei... Ach, haltet die Fresse. Wie oft seht ihr euch? Jeden Tag, fast jeden Tag, jeden dritten Tag, einmal in der Woche, nix. Wir schreiben, skypen. Ja, wir skypen. Wir schreiben und skypen ja, auch, ne? Aber das machen wir halt gleichzeitig. Wir richtig. Reden und das, was wir reden, schreiben wir auch noch auf. Nächste Frage. Wie oft streitet ihr denn? Noch nie jeden Tag kleine Streitigkeiten. Einmal in 2 Wochen, sehr oft. Als ob es da so welche gibt, die so eine Liste führen. Also ich glaube, einmal in 2 Wochen ja, kommt schon hin, ja, oder? Ja, es gibt so eine Geschichte mit einem Matchbox-Auto, meine Freunde. Ich kann dir mal ganz kurz ein Flashback einbauen aus der Folge, die wir eben aufgenommen haben. Wie oft streitet ihr euch und wenn ja, wie lange? Ja, manchmal kracht, aber nicht so oft. Zum Beispiel letztens hat Cengiz halt eins von meinen Matchbox-Autos sich ins Hinternloch geschoben, weil er halt angeblich draufgefallen ist, glaube ich ihm halt immer noch nicht, ne? Weil es war halt mein Lieblingsauto. Ich musste halt. Aber er musste halt, ne? So was soll man machen? Es ist unangenehm, aber es muss angesprochen werden. Wieso? Weißt du? Wieso bist du noch wütend darüber? Weil es mein Lieblingsauto gewesen ist. Es war ja ein Unfall. Es war kein Unfall. Du hast dich bewusst da draufgeworfen, damit es in deinem Auto ist. Ja, das war ja ein Test. Ist ja auch egal. Kannst du auf Teste nicht machen. Welches Matchbox-Auto passt in mein Auto? Findest du sie in hübsch? Warte, zeig mal. Ja, doch. Ja, ja. Mega. Ja, mega. Ne, mega hässlich. Bin neidisch! Was für ein Mensch, wenn du wieder diesen Test geht so. Und dann diese dummen Smileys da immer. Junge, Junge, Junge. Geht ihr zusammen shoppen, chillen? Jeden dritten Tag. Ja. Wir zählen immer 3 Tage und dann machen wir immer was zusammen. Mhm. Ja, also das passiert schon relativ oft. Wie lange telefoniert ihr? Nur eine halbe Stunde. Ja. Also nach einer halben Stunde ist Volumen aufgebraucht und dann müssen wir sofort aufnehmen. Also auch wenn ich gerade mitten im Satz bin, der legt einfach ja, auf. Ne? Aber das ist halt nur eine halbe Stunde. Ne? Ja. Willst du mit ihm weiter befreundet sein? Nee. Gut, dann schauen wir einfach mal. Fast perfekt, aber es könnte ja verbessern. Wieso macht man solche Tests? Warte mal. Warum mache ich Tests? Warum machst du Tests im Internet? Perfekt. Machen wir diesen Test einfach mal ganz kurz. Welche Gefühle entsprechen deiner ersten momentanen Verfassung? Ich fühle mich schwach, ausgelockt und eigentlich müsste ich schlafen. Ja. Bringen die Auswertung der Tests weiter? Kann ich irgendwie sagen, ich verdiene damit mein Geld? Ich weiß nicht, vielleicht erfahre ich so wichtige Informationen. Ich weiß nicht, ist mir auch richtig egal. Ich mache dir nur Spaß. Ja, ja, ja. Würde ich auch sagen. Findest du, dass die Auswertung der Tests auf dich zutreffen? Ich finde schon. Ist witzig, was da teilweise rauskommt, manchmal. Aber ich finde, jeder Mensch ist so wie die, dass die gar nicht über Standardtypen festlegen. Es gibt sogar keine Nein-Möglichkeit. Genau, perfekt. Das klingt super, Leute. Welche Art von Test machst du überweg? Also Persönlichkeits- oder witzige mit guter Bewertung? Ja, witzige mit guter Bewertung. Da, wo man die meisten Nachkicks bekommt, die oder? Die nur einen Stern haben. Die guten YOLO-Tests. Warum hast du diesen Test angeklickt? Ich mache fast jeden. Fast jeden. So, Alter, der macht so nur Tests. Ich mache jeden Test. Gib mir jeden Test, ich mache ihn. Was hältst du von IQ-Tests? Ich finde es beängstigend, dass man die Intelligenz von Menschen messen kann. Ja, absolut. Ja, ich hab da mega Angst. Das macht mir mega Angst. Ja, ohne Witz. Ohne Witz. Also es gibt nichts Schlimmeres als IQ-Tests. Ja, weil man halt, vor allem wenn man halt dann immer verschiedene Zahlen bekommt. Einmal. Ach. Komm. Ja, machen wir einfach das hier, genau. Also vor YouTube war ich überdurchschnittlich und jetzt einfach... Du bist über 70. Ja, bin ich bei 2, glaube ich. Kartoffel, Alter. Angenommen, bei einem Test kommt raus, dass dein bester Freund, deine beste Freundin gar nicht zu dir passt. Was machst du? Kann man irgendwo sagen, umbringen? Weil man muss ja schon gucken, was mit dem Test ist, oder? Ja, ja. Also ich meine, wenn der Test ja sagt, dass das nicht passt, dann muss ich ja Schluss machen. Ja, ist ja so. Ich habe auch mal einen Test gemacht, soll ich weiterleben? Da kam raus, nein.
Ja, du kennst ihn. Du kennst den Fortlauf der Geschichte, ne? Aber da hast du dich halt umgebracht damals. Richtig, genau. Damals halt, ja, richtig. Ist halt passiert. Angenommen, beim Test kommt raus, genau. Was? Wohl ist doch nur ein Test, man darf nicht überwerten. Ich denke nach, warum es sich früher aufgefallen ist. Voll die Psychologen. Was? Dieser Test, er sagt... Er hat mein Leben verändert. Verdammt nochmal, ich wusste es! Ich hab's gewusst! Holst du dir häufig mal bei den Tests den Rat deiner Freunde? Nee, ich brauch sowas nicht, läuft eigentlich alles ganz gut. Also, mit Teste dich läuft immer alles gut. Leute, das Ding ist ja, dafür seid ihr ja da, man braucht ja keine Freunde, wenn man testedich.de hat, ja. Die beste Seite der Welt. Glaubst du daran, dass Menschen sich ändern können? Glaub schon, weiß nicht, ich denke, dass wir alle sind, wie wir sind, es hilft aber zu wissen, wenn man mit einer... Nee, ich glaube, dass wir alle, also ich glaube schon, ich weiß aber nicht. Hä? Das ist ja ultra behindert. Mhm. Glaubst du daran, dass Menschen sich ändern können? Was ist denn, wenn ich jetzt sage nein? Dann kann man das nicht auswählen. Was ist das denn für... Ja, das ist aber der Test und entweder du respektierst den Test oder du machst einen Test, ob... Will ich aber nicht machen! Oder du machst einen Test, ob du aufhören sollst zu testen. Das machen wir gerade. Bist du froh, dass der Test langsam vorbei ist? Ja, dann kann ich den nächsten Test machen. Leute, schmeckt! Und wir schauen mal ganz kurz. Schnarchnase, was ist los? Nichts zu tun? Scheint, als würdest du deine Zeit im Internet verbringen. Denkst du nicht, dass ein bisschen Programm nicht schaden würde? Naja, es bringt doch Spaß. Trotzdem sollst du vielleicht mal was anderes vornehmen. Die Fresse, ich lass mir gar nichts sagen. Ich mach so viele Tests, wie ich will. Ich habe über 100 Views in meiner testundich.de-Playlist. Also Leute, wenn ihr auch schon mal so einen Test gemacht habt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach unten da. Hoch, tut mir leid, hab ich versprochen. Ja. Und klickt bitte immer auf die Werbung. Ja, klickt auf jeden Fall auf alle Werbungen und kein Adblock anmachen, kauft mein Merch. Schaut bei den Apps vorbei, da gibt's die ganze Geschichte über das Matchbox-Auto endlich zu erfahren, die Wahrheit. Ja. Und Leute, ich würde sagen, das war's. Geld regiert die Welt. Macht's gut, haut rein. Westside. Ciao.